das war also die Tür zurück. Heilige Scheiße. Unterholz, Magierstab, boah, legendär. Geil. Ältesten Magierstab, Unterholz. Okay, der ist, ich glaube, das ist ganz cool. Den muss ich noch... Den muss ich noch ein bisschen aufbrezeln, aber ich glaube, das ist ganz geil. Ich sollte mich auf Magie spezialisieren. War da noch irgendwas drin? Weiß nicht, wir können mal reingehen. Tobi, wir haben immer noch ein Problem, ne? Wir sind immer noch nicht draußen, ja, das ist korrekt. Und wir müssen noch einen Rückweg finden auch. Ach ja, warte mal, ich muss noch hier ganz kurz ausrüsten. Hätte fast zerlegen gedrückt. Oh. Ja, okay. Okay, das war's hier aber auch schon. Hier ist nichts mehr sonst, ne? Nee. Ja. Ich dachte gerade, hier wäre eine Geheimwand. Schade. Hä? Ja. Na gut, nehme ich auch noch mit. Hier ist noch ein Trank der Brut für 20 Ausdauerpunkte. Oh, ich habe keinen Platz mehr, leider. Ich bin voll. Ja, alles gut. Ich lasse den mal liegen. Wir haben noch ein paar. Bis nach mitten. Und ja, ich muss zugeben, wenn man auf die Fresse kriegt, macht es irgendwie mehr Spaß, als wenn man einfach nur gut durchkommt. Ja, das stimmt. War schon spannend. Ja. Hat so ein bisschen was von einem Elden Ring-Fight gehabt. Ja, einfach nur die ganze Zeit hin und her strafen. Einmal hauen, weg, weg, hauen, wieder hauen und weg. Oh, warte, jetzt noch ganz kurz. Ich lese nochmal schnell. Bestien unter der Erde. Ich schleppte gerade etwas Baumaterial, als ich ein Rumpeln unter meinen Füßen spürte. Erschrocken stolperte ich über meine schwere Last und stürzte zu Boden. Ich muss mit dem Kopf auf dem Stein aufgeschlagen sein. Als ich erwachte, spürte ich ein Kribbeln an meiner Handfläche. Ein Krabbeln. Ein Stechen. Irgendein Vieh hatte seine nadelartigen Zähne in meine Hand gestoßen. Ich schüttelte es ab, aufgewühlt durch den Schreck. Ich wollte es zerstampfen, aber das Tier hatte sich unter der Erde verkrochen. Baut ohne mich weiter, während ich die Wunde versorge. Ja, der ist tot. Ja, ist ja nicht unser Problem, ne? Ja, das ist richtig. Das ist ja jetzt nicht unser Problem. Hey, Tobi, wir könnten theoretisch... Wir könnten theoretisch jetzt zum Bauernhof zurück, ne? Aber wir könnten auch mal versuchen... Ah, nee, können wir nicht. Im Jasma können wir uns nicht. Geht nicht. Okay, vergiss es. War nee, meine, wir war können auch Idee, nicht. Scheiße. Wir kommen halt auch leider nicht mehr die Lava nach oben, ne? Das ist ja auch das Problem. Nee. Also wir können nicht mehr rüber auf die andere Seite, wo dann dieser Weg nach oben war. Nee. Aber wenn wir weit jetzt genug laufen... Jetzt wird es auch noch dunkel. Wenn wir weit genug laufen, meinst du, wir kommen irgendwann vielleicht irgendwo an? Oh, warte mal. Weiß ich nicht. Da ist eine Laterne, da ist ein Weg. Oh, hier drüben. Ich komme. Hier drüben. Oh, Vorsicht, Splümsche. Ja, ja, ist egal. Ich ignoriere die mal. Und ich würde sagen, wir gehen den Weg mal bergauf, ja? Ja, ja, ja. Ich komme. Das sieht spannend aus, aber ich würde sagen, wir ignorieren mal ganz kurz die spannenden Themen, um es selber zu retten. So, ich mache zwischendurch mal wieder ein bisschen Ausdauer aufladen, falls wir sie brauchen. So. Okay. Look at my homing missile. Sag mal, laufen wir immer weiter nach unten statt hoch gerade? Ja, aber gerade eben nicht so nach oben. Okay. Aber zur anderen Seite wäre die Lava gekommen, also hätten wir eh nicht weiterkommen können. Das stimmt, ja. Und der Weg muss hier ja... hier rechts ist das Wald da oben. Kann man hier hochlaufen? Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das Risiko eingehen will. Doch, da hinten sind doch Bäume. Warte mal, ich geh mal schnell gucken. Ja, warte, hier geht's wieder nach oben. Ich sag dir auch gleich Bescheid. Nee, hier geht's nicht da. Das war einfach nur... Nee. Oh mein Gott. Okay, Erik, pass auf. Hier sind riesige, riesige Schluchten. Ah. Wo es sehr weit nach unten geht. Nicht auf dem Weg. Oh, shit. Kommt der Weg auch mal irgendwo an? Oh, das war sehr lyrisch jetzt, ne? Oh, ich glaube. Ja, ich bin raus aus dem Miasma, Tobi. Schkumme. Oh, puh. Schkumme. Oh, wer hätte es gedacht? Oh, puh. Boah, Alter, da war eine Schlucht. Ich weiß nicht, wie tief die runtergegangen ist. Holy shit. Guck mal kurz auf die Map. Okay, das sieht bei mir aus wie ein Penis, aber davon abgesehen, Oh. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung. Wir sind an allen drei Fragezeichen ganz elegant vorbei. Wobei wir einen geilen Dungeon hatten, also das kann man ja, das, schon das auf jeden Fall. Aber es ist sehr dunkel gerade, ne? Gut, wir könnten uns zum Bauernhof teleportieren, ne? Theoretisch. Ja, warte, wir könnten aber noch ein bisschen im Weg folgen, oder? Ich weiß, du willst pennen, ne? Wahrscheinlich. Ich auch, ich muss auch pennen. Du musst auch, ja, aber ich weiß auch nicht, welches Level die hier haben, ne? Wir sind auf einer ganz anderen Seite jetzt, also wir sollten sehr vorsichtig sein.
Tobi, mit dir an meiner Seite kann mir heute gar nichts passieren. Hm, weiß ich nicht. Du machst das schon. Ich verlasse mich voll auf dich. Hm, das ist ein Problem. Okay. Ach so, ein Wildschwein. Tobi, ich verlasse mich voll auf dich. Ich sehe das nicht mal. Das ist noch eins irgendwo. Es ist so dunkel. Boah, Alter, macht der Damage. Holy. Wenn die einen treffen, ist schon hart. Oh, er sind zwei. Die Geräusche sind auch sehr, geil, sehr geil. Beruhigend. Okay. Nicht mehr so ein. Was macht das denn? Oh, Vorsicht, Tobi, das sind zwei. Oh Gott! Das wollte ich gar. Shit, ich sehe nichts. Wo ist er denn? Hä? Ich habe keine Ahnung. Schön, aber ich sehe ihn nicht. Was bist du? Okay. Kurz Ausdauer aufladen. So, Vorsicht, 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 Vorsicht! So. Sehr gut. Hey. Nice. Ein Träumchen. So, ich glaube, wir schaffen es, Tobi. Wir haben gleich durchgespielt, das Spiel. Das kann nicht mehr viel sein. Okay. Ach, wir gehen gerade nach Süden. Was ist das? Wir gehen gerade nach Süden. Ach, wir gehen gerade zu einem Fragezeichen. Was denn? Das Geräusch gerade, das klang nicht vertrauenserweckend. Hm, das niedrige Grollen irgendwo. Oh, was ist denn das? Ja. Warte mal, Rucksack voll. Was ist das? Glimmscher. Brauche ich das? Ich weiß gar nicht. Kann ich irgendwas ablegen oder dir geben? Was hast du denn? Ich schmeiß mal das Holz hier weg. Gib mir irgendwas, ist egal. Ich gebe dir mal die zwei. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe dir mal diese hier. Ach, es war wieder eine Waldrübe. Okay. Cool. Der Aufwand hat sich gelohnt. Geil. Für eine Waldrübe. Erik, du alte Waldrübe. Tobias, bitte streichle meine Waldrübe. Nein. Oh, achso, das war ein. Oh. Das sind sehr interessante Geräusche überall. Interessant nennst du die? Was sind das für Riesenkarten? Das sieht aus wie Karnickel. Vielleicht sind es Häschen? Ja, ja. Kleine süße Feldhäschen. Ja, guck doch mal. Oh ja, stimmt. Ist das eine gute Idee? Frohe Weihnachten. Oh, hier ist. Die haben. Ja. Nee. Warum ist das hier? Was ist das hier? Sag mal. Boah, ist das bei dir auch so abgeschnitten von Grafik her? Ja, ich glaube, das war ein Schatten. Boah. Oh Gott, meine Güte. Das war ein Schatten gerade. Standort oben. Ah, okay. Wir sind schon richtig. Wir müssen aber nach oben, oder was? Oh. Hm. Aber Standort ist nicht hier oben, ne? Was ist denn hier? Gott, diese Geräusche überall. Knarz, knarz, knarz. Warte, Tobi. Ich würde ganz kurz mal, ich würde ganz kurz mal diesen hier machen. Vielleicht auch mal treffen. Ah. Gutes, cool. Ich dachte, das wäre ein Turm. So, warte mal, wir müssen in diese Richtung hier, warte mal, oder? Ja, hier ist ein Fragezeichen. Was müssen wir da machen eigentlich? Höhleneingang? Was? Oh. Oh, gut. Ist das da oben das Ding? Ich meine, können wir nicht noch so ein komisches Feuerding bauen? Nee, ne? Doch, wir müssten eigentlich vier freigeschaltet. Also, wir müssten eigentlich vier bauen können insgesamt. Wäre eigentlich vom Weg her, den wir jetzt gemacht haben, gar nicht mal so. Wobei, das so weit ist, das noch gar nicht weg, das andere. Wie groß ist diese Map eigentlich? Oh. Hier ist der Höhleneingang. Bin drin. Pilze. Ich benutze die Rübe mal. Azur Russula.
Den wollte ich schon immer mal haben. Oh, Tobi, weißt du, was das für eine Höhle ist? Ist das die Düster-Dickicht-Höhle? Nein. Es ist eine Level 15 Spinnenhöhle. Oh nein, ich bin raus. Und da hinten warten sie schon. Ich sehe sie bereits. Oh nein. Nee. Willst du nicht rein? Ja doch, wir müssen ja, aber nee. Ich meine, wir müssen nicht. Eigentlich müssen wir schon. Aber wenn wir jetzt, warte mal, wenn wir hier sterben und uns gegenseitig nicht wiederholen können, wo spawnen wir dann? Die Frage ist berechtigt. Wahrscheinlich unten in dem Dungeon wieder. Ja, komm, wir gehen hier später mal rein, ja? Wir gehen hier mal später rein. Sehr gut. Ja. Ist ein berechtigter Kritikpunkt. Schwierig. So. Aber interessante Höhle. Hat Tobi mal Spider-Man gespielt? Tobi ekelt sich vor Peter Parker, weil er eine Spinne ist. Aber auch vor dem Schauspieler. Ja, verstehe ich schon. Richtig widerlich. So. Okay, hier waren wir überall noch gar nicht. Nee, das ist ein komplett neues Gebiet. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nein. Aber wir lieben das Abenteuer. Ja. So. Sag mal, wird es überhaupt noch mal Tag irgendwann? Gefühlt gar nicht irgendwie. Ja, hast du nicht auch das Gefühl, dass die Nacht einfach viel zu lange dauert auch schon? Die ist eigentlich, seitdem wir im Miasma waren, ne? Ja. Ist schon eine ganze Weile. Oh nein. Ich höre ein Wildschwein. Oh ja, die fucking Wildschweine. Level 13? Oh, sehr gut. Das ist ein Scam. Teenager-Wildschwein. Da kommen noch... Okay, warte mal. Irgendwas tötet da hinten die Wildschweine gerade sehr schnell. Ist das gut oder schlecht für uns? Das ist nicht gut, glaube ich. Irgendwas hat da hinten in der Dunkelheit gerade... Guck, siehst du das? Das Aufploppen die ganze Zeit? Nee. Ach ja, jetzt ist es tot. Sollten wir da dran vorbei? Da waren gerade drei. Oh, ja, ich sehe... Ja. Was ist es? Oh ja, berechtigter Einwand. Vielleicht bleibt es hier einfach düster. Ja, meine ich ja, dass das vielleicht das Biom ist hier. Ja. Auch in den Pilzen hier wachsen überall. Ich lauf mal vorbei. Was soll schon passieren, Tobi? Die Vögel zwitschern. Was leuchtet denn da so blau? Okay. Solange es uns nicht angreift, bin ich eigentlich ganz happy. Ich glaube, hier bleibt es nachts, ne? Hier bleibt es Nacht, glaube ich. Ach ja, gute Frage. Ich meine, es heißt ja düster dickicht. Das stimmt schon. Es ist düster und hier ist dickicht. So. Hätten Leute nicht mehr Lampen bauen können? Okay, da geht's runter zum Schreinerlager. Hier so. Wollen wir dahin? Da kriegen wir, glaube ich, eine Schnellreise, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ja? Warte, ich höre gerade ein Moped. Ein was? Ein Moped. Bah! Oh Gott, die Scheißblume. Oh Gott. Ich hasse Blumen. Mehr CO2. Fröhlichen Valentinstag, Schatz. Oh, hier ist wieder Kacke. Ach Gott, jetzt habe ich eine Mütze und Kacke am Schuh. Oh, Wildschwein. Warte. Hässscher. Oh, jetzt wird es auch, naja, Tag. Schön hier. Oh, noch ein Wildschwein. Oh, ihr schnetzelt es. Vom Wild. Oh, geil, Kiste.
Fachwerkblock. Oh, geil. Oh, Fachwerk ist eine alte. Ein Fachwerk. Oh, ach du Heilige, okay. Ich schicke dir mal Verbände, ja? Ja, danke schön. Ja. Dann nehme ich zuerst diesen komischen Stab, Hirte des Donners, den brauchen wir sowieso nicht. Oh, na toll, ich habe zuerst einen Fachwerkblock genommen. Der sieht echt schön aus. Oh Gott, das mit dem Baum wird so kompliziert. Das geschärfte 32 Schaden macht das schon? Okay, muss ich mal probieren. Wie viel machen wir hier gerade? 30? Muss ich mal probieren. Okay, kann ich irgendwas gerade deleten? Also auseinandernehmen? Ich hau mal die 5 Metallschrott weg gerade. Die Fackel hätten wir jetzt auch nicht mehr gebraucht, aber ist jetzt nicht so wild. Okay. Warte, ich lese mal kurz. Das ist alles wert. Was für ein Saustall, dachte ich. Ein Haufen von Banditen, Gaunern und Schwachköpfen, die sich schon bei einem Kartenspiel gegenseitig abstechen würden. Die Mannschaft ist ungehobelt, aber ein paar Tage in der Mine zu schürfen, macht selbst die härtesten Räuber mürbe. Uns hält ein einziges Versprechen zusammen. Elixier für alle. Ich hoffe, Samith steht zu seinem Wort. Samith. Samith? Samith? Ist das nicht Seamus? Ah, ein schöner Bottich. Tick. Rucksack ist voll. Rucksack. Können wir uns nicht inzwischen bessere Rucksäcke bauen eigentlich auch? Müsste, glaube ich, gehen. Ich glaube, das hat auch vorhin jemand was in den Chat geschrieben. Ah, ja, sollen wir vielleicht mal gucken. Ja. Hey, Tobi, komm noch rein. Ich hab mich aufgeräumt, komm rein. Na, Ratte. Ah. Gut, dass ich die Fackel nicht weggeworfen habe. 3000 Euro kalte München, Innenstadt. So. Was ist das da? Oh, das ist Harz. Wir brauchen sogar Harz eigentlich. Ich nehme mit. Geil. Und hier so eine Truhe. Kannst du noch Kettenblitz mitnehmen? Weil ich habe wirklich keinen Platz mehr. Oh. Ja, gerade so. Warte kurz. Vorsicht, Ratten, ne? Ja. Geil. Wecken, ne? Kann ich irgendwas zerlegen? Da drin ist nur Stuff zum Zerlegen. Den Hirten des Donners zerlege ich mal. Die Unglückskeule kann ich eigentlich auch zerlegen, oder? Ja, ich glaube ja. Ja, wir haben, glaube ich, im Lager noch ein paar. Ich hab's mal gemacht. So. Das hier zerlegen, das hier zerlegen. Ja, passt. 48 wäre auch schon gut. Ja, ich weiß, aber... Schon okay. Da ist noch ein Wildschwein. Jetzt haben wir ein schönes Häuschen hier. Hier ist ja gar nichts. Hier ist nichts, okay. Na gut. Oh, Vorsicht. Fliegen. Sind die weg? Nee, ich hab's nicht getroffen. Okay, warte. Ich könnte mal mit dem Feuerstab drauf. Mit dem Feuerzeug einfach. Da. Hinfuhrt. Weg mir durch. Hinfuhrt. So, was ist hier? Ach, so die Blume. Und Haselnützne. Tobias, magst du ein paar Haselnützen, ne? Nein. Okay, Felder können wir auch bauen. Das ist alles sehr schön hier. Vor allem erreiche das Düsterdickicht. Ach, Schreinerlager. Wir müssen noch ein bisschen weiter in die Richtung. 80 Meter noch in die Richtung. Das hier ist es noch gar nicht. Wobei es schon ganz hübsch ist, ne? Also ja. Oh, Wasser schöpfen. Okay, nice. Oh, das sind Einhänder. Oh, geil. Cool. Ich hab gleich wieder Level up, was? Wissen. Oh, Harz. Ich hab Level up gleich. So. Brutal. Entschuldigung. Ich dachte, ich schaff's noch.
Oh, das Schwein, das backt im Felsen. Ja, geil. Das hat es auch verdient. Ist das hier das Lager? Aber mehr so eine Kiste. Okay, das kann ich alles mitnehmen. Interessant. So, hier nochmal durchsuchen. Was haben wir da? Was denn das? Hartholz. Ach ja. Hast du ja schon mitgenommen, Hartholz, ne? Hab ich schon mal mitgenommen, ja. Warte mal, ich trinke mal den Trank der Brut. Oh, geil. Oh Gott, diese Pflanzenfaser. Mann! So, Hartholz. Gibt nichts Neues. Okay, ich dachte, ich habe auch neue Erkenntnisse daraus. Dann schmeiß ich das Hartholz mal kurz weg für später. So. Hey, Hartholz. Und ein Dietrich. Tobi, ist ein Dietrich drin. Ja, ich habe leider keinen Platz mehr. Oh ja, ja, same. Aber ich kann Holzscheite wegschmeißen, dann kann ich einen Dietrich mitnehmen. Ja, ja, wir können auch Dietriche, können wir auch craften, ne? So ist nicht. Jetzt hat er das Hartholz mitgenommen, weil leckst mir halt am Arsch. Das kenne ich. Oh, die Aussicht hier ist ja schön. Aber das war kein Schnellreisepunkt, ne? Nee? Nee. Oh, scheiße, sah so aus. Oh, kacke. Ich meine, wir haben da drüben einen bei Zuhause Stufe 1, wir müssen ja keinen weiteren bauen. Erobere die Wildnis, da ist der Höhleneingang, da ist Elixier für alle. Wo ist denn das Düsterdickicht? Wir waren doch schon drin. Nekropolis? Hä? Dornbuschfriedhof? Wo ist das? Wieso sehen wir das Düsterdickicht denn nicht? Wir waren doch schon mitten im Mang. Ich weiß es nicht. Ist sicher, dass das war? Ja, doch, wahrscheinlich schon, oder? Das war ein Dickicht und das war düster, ich meine. Ja, nee, eine Flamme brauchen wir nicht, weil wir haben schon eine in der Nähe. Und wir nutzen die aktuell eigentlich nur als Schnellreisepunkte, mehr nicht. Oh, das ist ja so ein Pilz, guck mal. Sag mal. Hat er gesagt, wir sind hässlich? Ich glaube, der hat auch gesagt, er hat keine Miete bezahlt. Wir sind so schlecht. Ich habe nur Miete gehört, da bin ich wieder ausgetickt, Tobi. Entschuldigung. Oh ja, lauf ins Miasma. Ja, okay, cool. Ratte? Hä? Warum? Level 13 Ratten? Ah. Wo sind die denn so schnell? Nice. Verstehe ich nicht. Mit Blocken macht es irgendwie mehr Spaß. So. Was ist denn hier? Nichts. Okay, cool. Ja, cool, dass wir hier was wir hier aufgedeckt haben. Ist mal wieder ganz toll. Diadwin ist spitze, aber irgendwie... War halt nichts, ne? Nee, irgendwie nichts. Also war bestimmt mal was, aber... Boah, bist du auch inzwischen genervt von Wildschweinen? Das sind die neuen Wölfe hier, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Weil die Wölfe ja wenigstens noch Style haben, weißt du? Puh. Ja, okay. Aber was machen wir jetzt, Tobi? Ich weiß nicht, kann man theoretisch gesehen hier einfach ausloggen und speichern und nichts mehr weitermachen? Oder wie ist das? Ich glaube, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oder man portet sich halt einfach zurück. Ich meine, der Punkt ist halt nicht weit weg, ne? Ja, ja, im Grunde genommen, ja. Zu Hause ist eigentlich vollkommen egal. Wir sind ja, wir werden eh in der Ecke hier bleiben. Nächstes Mal, also von daher. Ja, okay. Vollkommen Wurst. Ja, lass mal nach Hause porten, kurz die Sachen ablegen und so. Und dann gucken wir nächstes Mal hier weiter. Ist auch schon schön. Ich mag den Urwald. Ist geil. So. Was mit dem großen Fragezeichen auf der Map? Das eins haben wir davon aufgedeckt. Das war hier. Das war Diadwin. Ansonsten haben wir noch hier Elixier für alle. Da haben wir noch den Höhleneingang, den wir gefunden haben. Notizen der Jägerin. Oh, die hätten wir auch holen können. Und wir haben noch... Ach, hier ist das Düsterdickicht. Düsterdickicht, warte. Erobere die Wildnis zurück. Alles klar. Ah, man spawnt immer direkt beim letzten Flammenaltar. Okay, alles klar. Also man kann gar nicht da bleiben quasi. Das geht nicht. Ja, wir sollten unbedingt nicht beim... Ah nee, beim letzten Flammenaltar ist okay. Aber... Wäre trotzdem nicht hier. Nee, ich glaube, das, nee. So. Ach ja, ich hab's nicht vermisst. Ich hab's nicht vermisst.
Hey! Hey! Oh, halt's Maul da drüben. Halt einfach die Klappe. Oh, Traum. So. Alles irgendwie. Warte mal, kann ich da nicht mal die Zauberstäbe auch zerlegen? Diese hier, Hirte des Donners? Ja, die kann ich zerlegen. Mach ich auch mal zerlegen. So. Die anderen lieber noch nicht, da traue ich mich nicht. Die können wir da reinballern, dann würde ich Miasma-Seelen auch da. Oder haben wir Miasma-Seelen irgendwo anders drin? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir hatten keine mehr, aber sicher doch, bin ich mir nicht. Doch, jetzt haben wir 14, okay. Oh, geil. Ja, ja, ja. Dann haben wir noch diesen komischen Kopf vom Bogenschützen. Den packe ich mal da rein. Auch keine Ordnung im Lager. Ja, nein. Das ist schon eine Ordnung, aber das ist halt eine eigene. Es ist kreativ. Ja, wie die Ludolfs. Ja, im Grunde genommen. Da steckt der Wahrheit auch immer, wo er was findet, ne? Also. Da steckt Wahrheit drin. So. Ja, ich glaube, wir müssen bei den NPCs die Quests mal vorlesen. Dann würden die, glaube ich, Ruhe geben. Aber. Ja, so ein bisschen gehört es ja auch schon dazu, ne? Hey. Tobi, wir werden nie genug Platz haben in den Kisten, habe ich das Gefühl. Nein. Du kannst halt auch nicht für jedes Item eine eigene Kiste bauen, da bist du ja bekloppt. Nee, oh, jetzt haben die alle halt was. Mal gucken. Ein paar Beeren. Emily Frey, die Bäuerin. Oh, dieser liebliche Duft, du hast Beeren dabei. Ach, was würde ich jetzt nicht alles für eine herrliche Schale Beeren geben? Sag, könntest du mir vielleicht wenigstens ein paar Erdbeeren besorgen? Das würde mir den ganzen Tag versüßen. Ich würde dir vielleicht sogar ein kleines Geheimnis verraten. Nein. Du wirst dir doch jetzt nicht etwa unsere Erdbeeren geben, Erik. Unsere Erdbeeren? Unsere Erdbeeren. Kann ich da eine rausnehmen? Untersteh dich. Hey! Offmann, kann ich ihr die Erdbeeren nicht geben? Wahrscheinlich müssen wir erstmal Erdbeeren irgendwo sammeln, bevor wir sie ihr geben können. Oh, das ist ja wild. Weil sie wahrscheinlich unsere schmutzigen, dreckigen, angefassten Erdbeeren nicht haben will, sondern nur frische vom Feld. Ja, ich guck mal ganz kurz auf der Map. Haben wir da jetzt irgendwo eine Quest mit Erdbeeren oder Fragezeichen? Nee. Oder haben wir die schon erledigt? Nee, ne? Also ich habe zumindest keine XP bekommen. Ich habe 10 XP bekommen, aber das kann es ja nicht sein. Ah, vielleicht haben wir schon welche gegeben. So, mal gucken. Schreiner gerettet. Noch ein freundliches Gesicht. Eine hervorragende Ergänzung für unsere Gemeinschaft. Mhm. Mörser zurückgebracht. Mein Mörser, du hast ihn bei dir. Das hat doch keine Mühe gemacht, oder? Bitte, stell ihn doch in unsere Basis, ja? Okay. Warte, jetzt noch schnell der Schmied. Da haben wir gleich alles. Verlorene Ausrüstung. Oh, wo ist sie nur? Sie war genau hier. Meine Ausrüstungstruhe. Ich brauche sie für meine Arbeit, aber sie wurde geklaut. Ich sag es dir, jemand hat die ganze Truhe mitgenommen. Frag doch mal nach. Ja, irgendjemand hier ist ein dreckiger Dieb. Von uns hier? Quest aktualisiert, okay. Ich hoffe, da oben hat ja auch noch. Oh, nee, lass ich mal. Okay, aber wo ist denn jetzt das nächste Fragezeichen? Wolfshöhle, Fenrix Farm, Biberbo. Wo müssen wir denn dafür dann hin? Salzbergwerk. Oh, das war auch so schön. Salzbergwerk war auch schön, Tobi, weißt du noch? Wo er nicht mehr rauskam? Ja, das war mega. Das war mega lustig. Ja, also furchtbar. Okay, Schreinerlager. Okay, weiß ich gerade nicht. Ja, ich guck mal kurz Tagebuch, Quests, warte mal. Geschichte der Fäulnis, die Gerüchte des Alchemisten. Haben wir es schon erledigt mit der Kiste vielleicht? Platziere den Mörser. Den habe ich, glaube ich, in irgendeine Truhe gelegt, ne? Ja, hier. Den Mörser. Wow. Cool, dass der so klein ist. Der ist ja winzig. Klar, mit dem kann man super umgehen. Was soll ich denn jetzt? Sieht aus wie ein. Oh, Tobias, wir sind Champagner-Dingens. Oh ja, stimmt. Geil. Oh, geil. Mm.
Da ist ein Fragezeichen im Fragezeichen. Warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Hier oben. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Höhleneingang. Da ist sowas. Das ist eine Quest. Okay. Das haben wir auch gemacht. Ein guter alter Kessel über einer schönen warmen Feuerstelle würde dafür sorgen, dass sich der Ort mehr nach einem Zuhause... Halt die Fresse! Sei froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Aber echt, wie undankbar. Ne? Komm, wir gehen. Warte, ich nehme mal kurz die Fackel. Ich will mal ganz kurz eben nach unten laufen nochmal. Ich wollte hier noch eine Wand bauen irgendwie, aber ohne Fackel ist das schwierig. Okay, aber es geht. Man kommt hier auf jeden Fall rein und es sieht, glaube ich, sehr... Sieht schon ganz gut aus, ne? Ich muss halt die Treppe noch... ich muss noch Wände machen bei der Treppe, dass man nicht runterfällt. Oh, das wirkt aber schon geil auf jeden Fall. Ne? Hier noch geile Regale rein. Mit magischen Kisten. Wir können alles benutzen. Das ist schon hart nice. Der Effekt, wenn man von oben runterkommt, ist mega. Ne? Richtig tropfsteinhöhlig. Handläufe bauen? Ja, wir übertreiben mal nicht. Noch nicht. So, du musst leider alles nochmal mit verwitterten Steinen machen. Ja, wahrscheinlich kommen die auch noch. Würde mich nicht wundern. Und wir müssen hier ja auch noch alles mit Fachwerk machen, ne? Nicht mit diesem komischen Holz. Das wird auch sehr schön. Unten Stein, oben Fachwerk. Da werden noch ein paar Baufolgen auf jeden Fall draufgehen, glaube ich. Ja, ja, ja. Und ja, unten sieht es ja dunkel aus. Da fehlen noch, aua, da fehlen noch Fackeln. Aber ehrlich gesagt, ich bin zu faul, um da unten was hinzubauen. Also ich muss dann erstmal Fackeln craften. Das Erkunden macht halt mega Spaß hier, ne? Das ist, ja, ja. Macht mir ja sogar mehr Spaß als das Bauen, auch wenn das Bausystem halt so geil ist, ne? Ja, ich meine. Aber ich glaube, wir haben die Map. Kann ja noch alles kommen, ne? Wir haben die Map, glaube ich, bald fertig, Tobi. Ich sehe es kommen. Also wir haben die Map bald komplett, ja, abgesucht. Ich bin mir ziemlich sicher. Da kann also ich. Zumindest da kann das, ich, was jetzt verfügbar ist, haben wir schon einen guten Teil, glaube ich, geholt. Aber da kommt ja noch so viel, ne? Gottes Willen. Puh. Boah. Und vor allem nach Süden soll es noch mehr werden. Ich bin gespannt. Auch, ja. Das, ja. Hilfe. Oh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es braucht ZDF. Ja, wirklich so. Wir müssen wirklich mal ZDF machen. Da ist ein roter Punkt. Hä? Meinst du hier unten? Das bin ich. Gut, ich meine, wenn wir genug, ich sag mal, wenn wir genug Folgen haben, kann man ja mal einen Zwischenstream reinschieben, so montags, wo man nicht aufnimmt, sondern nur baut. Mhm. Ja, das stimmt. Theoretisch. Das stimmt. Theoretisch. Links roter Punkt. Muss euch leider enttäuschen, ihr habt nicht mal 50%. Ach ja. Sag uns doch sowas nicht. Wir waren gerade noch motiviert, weißt du? Gerade eh noch motiviert, jetzt so, oh nee, das war. Ah, okay. Schade. Ich dachte, wir wären cool. Ja, naja. Ja, und das Problem ist, wenn man halt die ganze Zeit baut, dann kannst du halt die anderen, du kannst den Rest halt auch nicht holen. Schwierig. Ja, das ist krass. Also es ist halt auch auf jeden Fall auch ein Zeitfresser. Was hast du denn Jäger, hast du eine Jägerrüstung gemacht? Nee, ich habe die irgendwann mal gefunden in irgendeiner Kiste. Oh, sieht aber cool aus. Frag mich nicht. Jetzt kann man uns endlich unterscheiden. Die hat nur einen Punkt mehr, glaube ich, als die andere. Also trotzdem, du bist einfach ein asiatischer Robin Hood. Ja, so fühle ich mich auch. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, denke ich mir so, oh, heute geht's richtig los. Ja, 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 ja. Ich habe mit meinem Freund die letzten 3 Tage durchgesuchtet. Wir haben nun den Endcontent erreicht und wir wurden nicht enttäuscht. Oh, oh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Angst. Ja, schwierig. Das wird schwierig. Oh, da zoomt die Kamera wieder ran. Ups. So. Ja, dann war es das aber für heute, glaube ich, ne? Ja, würde ich sagen, oder? Ich glaube, ja. Und dann, ja, nächstes Mal, ich würde ja sagen, wir bauen, aber das Problem ist, wir werden natürlich wieder rumlaufen und weitermachen. Ich will unbedingt neue Rüstung haben, also selber gecraftete. Boah, ja, so eine Eisenrüstung wäre schon geil. Ja, das wäre mega gut. Heute aber richtig Fun gemacht, heute haben wir wirklich mal Herausforderungen so ein bisschen. Also ich zumindest bin dauernd gestorben. Tobi einfach sehr, ja, sehr, sehr souverän sich einfach durchgeschnetzelt. Ging. Uah, Hilfe, ja. Uah, Hilfe, Hilfe. Ja. Uah, Achtung. Uah. Ja, ich bin einfach direkt gestorben so. Ah, naja, was soll's, bin ich ja tot. Ich habe mich einfach direkt auf den Boden gelegt in Embryonalstellung, das ging schon. Voll geil. Sehr, sehr geiles Spiel. Also ich bin gespannt, was noch alles kommt. Oh ja, oh ja. Ja. Und da kommt, glaube ich, noch einiges. Und ich würde gerne mal gucken, ob wir können bestimmt 100 pro, guck mal hier unten, wir können bestimmt noch einen doppelt so großen Rucksack irgendwann bauen.
Vielleicht jetzt schon, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe es. Ich glaube, bei der Jägerin ging das wohl irgendwie. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir brauchen Felder und wir müssen wahrscheinlich Flachs anbauen und Leinen herstellen. Wäre meine Vermutung. Ja, ja, das könnte aber sein. Dafür müssen wir halt wirklich noch ein bisschen hier weiterbauen. Das wird noch ein Spaß. So, auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Grüßt uns Zukunftstobi und Zukunftsgronk, ne? Und ich bin sicher, in der nächsten Aufnahme werden wir wieder sehr heldenhaft. Sag mal, diese Kamera. Werden wir wieder sehr heldenhaft sein. Und nicht vergessen. Huhu! Hey! Hey, hey! Voll geil. Tobi, es war eine Freude. Auch mit der kleinen Pause heute. Es war eine sehr große Freude. Ja, absolut. Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Auf jeden Fall. Ja, ein Träumchen. Ja. Geil. Ich sehe es gerade noch, bauen lohnt sich echt. Man kann unglaublich viel Zeit reinstecken. Ja, ja, ich weiß. Privat würde ich wahrscheinlich auch mehr machen, aber im Let's Play 10 Baufolgen hintereinander. Mal gucken. Ja. Tobi, was machst du heute zu deinem Geburtstag? Hast du was vor? Nee. Also die Großeltern kommen, aber ansonsten, nee, nicht so wirklich. Also ich mache da eigentlich relativ wenig immer. Stream heute Abend, ganz normal. Ach so, ja, easy. Mehr. Versuchst du wieder deinen Rekord zu brechen? Der Nein. Tobi kriegt den Hals nicht voll, was soll ich euch sagen, Leute? Nein. Ihr habt es ja vorhin schon gemerkt, ne? Also, wow, schlimm. Ich stream immer Dienstags, ja, also. Ja, geil. Ja, der Tobi wird der Tobi wird heute Abend einen Stream machen, wo er nur Subs vorliest. Das war sein Plan. Ja, das könnte tatsächlich wohl passieren, ja. Das könnte wohl tatsächlich passieren, ja. Oh, wei. So, Tobi, ich gehe jetzt raus. YouTube, Kuss auf Auge, Bruder. Ja, und sonst nächste Aufnahme wieder. Bis zur nächsten Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.